Siehst du? Und ich habe nie gemacht, was Männer mir gesagt haben. Nur auf ihn. Auf ihn habe ich gehört. Er war der einzige Mann, dem ich mich rückhaltlos hingeben konnte. Nie hat er nach dem Weib in mir gegriffen. Er hat mich stets als Künstlerin genommen. Damals, in jener ersten Nacht, als wir am Strand von Wilhelmshaven spazieren gingen und er mir gestand, welch großen Eindruck mein blaues Licht auf ihn gemacht hatte und wie sehr er es bewunderte, dass sich eine junge Frau wie ich gegen alle Widerstände der Filmindustrie durchgesetzt hatte, da legte er plötzlich den Arm um mich und ich erstarrte. Doch dann hob er die Hände und rief, ich darf keine Frau lieben. Ich darf keine Frau lieben, bevor ich mein Werk nicht vollendet habe. Und als wir uns verabschiedeten, sagte er zu mir, Fräulein Riefenstahl, wenn wir einmal an die Macht kommen, müssen Sie meine Filme drehen. Nur das. Einfach so.